Und da schreibe ich dann willkommen zu einem kleinen Video, wo ich einfach mal probiere, mir ein bisschen Kummer von der Seele zu reden. Wie ja sicher schon die meisten mitgekriegt haben, geht es weiter mit meinem Kanal. Vor einigen Tagen ist jetzt die letzte Folge Lost in Translation rausgekommen. Also nicht die letzte, sondern die neueste sozusagen. Wer die noch nicht angeschaut hat, kann gerne nochmal vorbeischauen. Das Ganze war mit dem Appler und es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Aber das Ganze war jetzt eigentlich auch nicht dazu gedacht, um jetzt hier irgendwelche Werbung für irgendwelche anderen Videos zu bringen. Sondern einfach mal, um darüber zu reden, wie denn meine Situation im Moment ist, was hier so weiterhin kommen wird und was jetzt denn so los ist eigentlich. Also erstmal wollte ich hier sagen, das nächste Video wird voraus. Aussichtlich am Mittwoch kommen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das hinkriegen werde. Auf jeden Fall danach wird es ganz normal weitergehen und diesmal auch wirklich. Ich habe mir diesmal wirklich sehr viel vorgenommen. In meinem Leben hat sich auch einiges geändert, seit ich das letzte Mal gesagt habe und ich denke, ich werde das jetzt hinbekommen, dass ich tatsächlich ab jetzt jeden Dienstag, Freitag und Sonntag wirklich ein Video bringe und nicht so wie bisher immer. Nur ja, ansonsten werde ich auch an diesen Tagen alle bekannten Projekte einfach weiterführen. Im Prinzip Lost in Translation, meine ganzen Commentaries, vielleicht auch mal Punish, was ja vor ein paar Monaten mal eine Folge rausgekommen ist und seitdem nicht wirklich weitergeführt wurde, was aber eigentlich ein sehr cooles Projekt ist und was ich auf jeden Fall gerne noch weiterführen will, aber natürlich auch Lost Tides und da wären wir eigentlich schon fast beim nächsten Thema, denn wie die meisten wahrscheinlich mitgekriegt haben, ist Lost Tides eine Art Roleplay-Projekt. Ich war jetzt ziemlich lange weg, ich war jetzt an die 2 Wochen im Urlaub und in diesen 2 Wochen hat sich natürlich einiges getan und in Lost Tides ist auch die ganze Story ein bisschen vorangeschritten und so weiter und so fort. In demzufolge bin ich in Lost Tides im Moment ziemlich hinterher, was alles angeht. Sprich, ich bin nicht mehr wirklich in die Story integriert und das Ganze ist ein bisschen schwierig für mich jetzt da wieder reinzukommen. Deswegen weiß ich auch nicht, inwiefern ich jetzt in Lost Tides noch so aktiv mitmachen werde. Ich denke, ich werde irgendwie wieder reinkommen und noch ein bisschen was machen. Aber ich denke auch nicht, dass noch allzu viel Lost Tides kommen wird. Das ist auch nicht mehr wirklich lange, bis das nächste große Projekt wirklich startet. Ich habe das Ganze ja schon einige Male jetzt angekündigt, dass dieses genannte Project D, in dem wirklich auch sehr viele, auch etwas größere YouTuber zu finden sind. In das Ganze werde ich dann demnächst auch reinkommen. Ich bin da auch schon ziemlich drauf gehypt und da werde ich auf jeden Fall schauen, dass das Ganze nicht so endet wie Lost Tides, dass ich dann irgendwie in 2 Wochen 2 Folgen rausbringe und dann am Ende nicht mehr wirklich weiß, wie ich noch irgendwie in die Story hier wieder reinkomme. Das Ganze wird auf jeden Fall irgendwie ein bisschen besser als Lost Tides, würde ich mal schätzen. Ich hoffe mal, ich werde das Ganze auch deutlich besser umsetzen, auch wenn demnächst jetzt die Schule wieder anfängt. Bei den meisten ist wahrscheinlich, wenn sie nicht schon seit ein paar Monaten oder Wochen wieder gestartet ist, ist sie jetzt heute sozusagen wieder gestartet. Bei mir startet sie sozusagen erst morgen, also am Dienstag, je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann ich das rausbringen werde. Ja, klar, das Ganze könnte natürlich auch zu einem kleinen Zeitproblem führen. Ich bin aber trotzdem sehr zuversichtlich, dass ich zumindest in der nächsten Zeit die 3 Videos in der Woche erstmal hinbekomme. Eine Sache, die mir auch in letzter Zeit ziemlich aufgefallen ist und ich würde gerne einfach mal wissen, woran das denn liegt, einfach weil es mich mal interessiert, ist, dass meine Videos in letzter Zeit deutlich weniger angeschaut werden. Das heißt, ich habe in letzter Zeit deutlich weniger aktive Zuschauer tatsächlich. Vor allem, weil es ja sehr gut gelaufen ist, vor allem in die Zeit um die Gamescom und was auch alles. Das kann natürlich auch daran liegen, dass damals Ferien sind und jetzt bei den meisten die Ferien vorbei sind. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und auch wenn das Ganze jetzt hier nicht zu einem Video werden soll, wie, oh mein Gott, ich habe so wenig Zuschauer und ich stecke ja immer so viel Arbeit rein und das bringt doch alles gar nichts mehr, würde ich euch sehr verbunden sein, wenn ihr mir einfach mal ein bisschen Kritik in die Kommentare schreiben würdet, was ich denn besser machen sollte. Oder warum ihr vielleicht wisst, ich schaue irgendwie deine Videos nicht mehr so aktiv, weil. Das wäre wirklich sehr nett und da würde ich mich euch sehr verbunden fühlen. Ansonsten könnte ich nur ganz am Ende sagen, dass ich vor allem auch zu dem neuen Projekt, was demnächst gestartet wird, und auch für meine ganzen nächsten Projekte demnächst mir ein neues Mikrofon zulegen werde. Wahrscheinlich die Leute, die sich ein bisschen besser auskennen, die wissen, dass dieses Mikrofon nicht gerade das allerbeste ist. Ich habe im Moment das T-Bone SC440, was einfach ein USB-Mikrofon ist. Das Ganze kostet auch nur an die 60 Euro. Also ist nicht unbedingt die High-End-Lösung. Und ich denke, jeder einigermaßen etwas professionellerer YouTuber hat da deutlich schon bessere Sachen. Ich habe mir vor einiger Zeit auch ein Audio-Interface angelegt und werde mir demnächst wahrscheinlich ein anderes Mikrofon holen. Ich bin im Moment noch so ein bisschen am Schwanken zwischen dem Rode Procaster und dem Rode NT1A, was ja beides sehr renommierte Mikrofone in der großen Let's Play-Szene sind. Wobei ich noch dazu sagen muss, dass Rode Procaster ist eher bekannt in der Version des Rode Podcasters. Ist im Prinzip genau dasselbe, nur dass das Ganze nicht per USB angeschlossen wird, sondern an ein Audio-Interface mit XLR. Ich weiß, dass das jetzt wahrscheinlich ziemlich viel nicht sagt, aber trotzdem, vielleicht gibt es ja da draußen 1 oder 2 Leute, die sich da ein bisschen besser auskennen. Und diese Leute würde ich gerne mal fragen,
sagen? Ich weiß nicht. Was könnt ihr mir so empfehlen? Sagt ihr eher lieber Rode NT1A als Kondensatormikrofon oder lieber das dynamische Mikrofon Rode Procaster? Ich meine, die Vor- und Nachteile der beiden sollten vielleicht einigen Leuten bekannt sein. Und ich würde mich ja wirklich sehr freuen, wenn ich da vielleicht auch dazu ein bisschen Feedback bekommen würde. Also am allerwichtigsten ist auf jeden Fall einfach mal ein bisschen Kanalkritik in die Kommentare schreiben. Aber auch, falls ihr euch da ein bisschen auskennt, Rode NT1A oder Rode Procaster, was würdet ihr mir empfehlen? Ansonsten würde ich mal sagen, das war's auch fast mit diesem Video. Vergesst auf keinen Fall, diese Sachen in die Kommentare zu schreiben. Das wäre mir eigentlich im Moment deutlich wichtiger als eine Bewertung. Ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss.